Das ist Frau Sonnenschein. Sie ist die verantwortliche Pflegedienstleitung in der Residenz Läuft nicht so. Vor 5 Jahren hat ihr Pflegeheim die Pflegedokumentation von Papier auf eine Softwarelösung umgestellt. Der Geschäftsführer, Herr Eigensinnig, wollte unbedingt eine Komplettlösung, die neben der Pflegedokumentation auch die Bereiche Dienstplanung und Heimverwaltung abdeckt. Nachdem 5 Anbieter ihre Software präsentiert hatten, wählte Herr Eigensinnig den Anbieter aus, dessen Präsentation ihm am besten gefallen hatte. Versprochen waren eine kurzfristige Umstellung und praxisnahe Schulungen der Mitarbeiter. Tatsächlich vergingen 6 Monate, bis der erste Wohnbereich eingerichtet war. Und auch heute, 5 Jahre und viele teure Schulungen und Updates später, arbeiten die Mitarbeiter nur widerwillig mit dem Programm. Wenn Frau Sonnenschein sich durch die digitalen Pflegeakten kämpft, dann kommen ihr die Tränen. Alles hatte sich so einfach angehört. Neben der aufwendigen Suche nach guten Mitarbeitern und immer anspruchsvolleren Kunden musste sich zudem ständig mit neuen gesetzlichen Anforderungen auseinandersetzen. Zukünftig soll sie mehrmals jährlich beinahe 100 Daten je Bewohner an eine zentrale Auswertungsstelle übermitteln. Wie soll das bloß zu schaffen sein? Über einen Newsletter erfährt Frau Sonnenschein von einer Tagung zum Thema Pflege leicht gemacht. Ihr Sitznachbar berichtet aus seinem Alltag und erzählt begeistert von der kürzlich eingeführten Pflegesoftware. Nach einer kostenlosen Testphase sei die gesamte Dokumentation innerhalb von 2 Wochen umgestellt worden und alle Mitarbeiter geschult. Durch eine übersichtliche Programmstruktur und interaktive Benutzerführung haben jetzt sogar weniger computeraffine Mitarbeiter Freude bei der digitalen Pflegedokumentation. Und das alles für eine geringe monatliche Lizenzgebühr. Frau Sonnenschein kommt aus dem Staunen nicht heraus. Das ist doch fast zu schön, um wahr zu sein. Sie beschließt, der Sache selbst nachzugehen.